Hallo, mein Name ist Tom und ich zeige euch heute ein bisschen Code aus meinem aktuellen Spieleprojekt Spindle. Und das ist eine sehr kleine Sache, die ich euch zeige. Und ich glaube, die ist aber trotzdem irgendwie ganz putzig und cool. Am besten ist, ich zeige euch das erstmal. Ab ins Spiel! So. Hier sind wir im Dungeon und wir können hier ganz normal umherlaufen, aber sobald wir auf die Treppe gehen, laufen wir langsamer, damit es den Eindruck macht, als ob die Treppe wirklich nach oben geht. Aber wenn wir nach links und rechts laufen, wird die Geschwindigkeit nicht verändert. Und so wirkt das sehr fein. Und hier oben haben wir noch eine Treppe und da ist es so, wenn ich gerade auf sie zulaufe, bewegt sich mein Charakter automatisch schräg nach oben. Und es macht den Eindruck, als würde ich wirklich hochgehen, obwohl das natürlich nur eine Illusion ist. Und wie das funktioniert, na, da gucken wir uns doch mal an, wie ich das gemacht habe. Das ist unsere Treppe. Die hat links und rechts ein paar Kollisionen, aber sie hat eine sogenannte Direction Area. Die habe ich erfunden mit meinem eigenen Gehirn. Dann haben wir hier noch die Treppe, da ist ein bisschen mehr los und die hat auch eine Direction Area. Das heißt, es muss etwas mit der Direction Area zu tun haben. Und das ist sie, die Direction Area. Ist eigentlich nur eine Area 2D und ein Raycast. Und die Direction Area ist nur das bisschen Code. Wobei das nur dazu da ist, im Editor den Raycast vernünftig anzuzeigen, damit man ihn gut konfigurieren kann. Und das sind die einzig beiden wichtigen Sachen. Das eine ist ein Float von 0 bis 360 Grad. Das sind nämlich die Rotation in Grad. Die fangen hier bei 1 an, obwohl sie bei 0 anfangen müssten. Und das zweite ist ein Scaling, was bei 1,1 und standardmäßig ist. Und diese beiden Werte können verändert werden. Und dann kann man hier eine Velocity einführen. Die wird dann rotiert um die Rotation und gescaled. Das heißt, wir verändern damit von einem Objekt seine Richtung. Und jetzt gehen wir mal in den Charakter. Und dort haben wir nämlich hier unten, nachdem wir alles mit der Velocity hier umgeändert haben, die Funktion Get Velocity Manipulation. Und da füttern wir unsere Velocity rein. Und nachdem die dann durchgerödelt wurde, setze ich hier auf meinem State die Linear Velocity auf die Manipulated Velocity. Das sind jetzt Codebeispiele, die habt ihr wahrscheinlich noch nie gesehen, weil ich hier nicht in der Update-Funktion bin, sondern in der Integrated Forces-Funktion. Da bastle ich sozusagen direkt in der Physics Engine rum. Aber das muss euch erstmal nicht interessieren. Ihr könnt das genauso machen mit der Move and Slide und mit der Move and Collide oder mit irgendwelchen anderen verschiebbaren Funktionen. Und wenn ich hier in die Get Velocity Manipulation gehe, in der ich hier meine Velocity übergebe, dann gucke ich hier, ob meine Damage Area, das ist einfach dort, wo ich bin, irgendwelche anderen Areas überlappend zurückgibt. Und dort gucke ich immer mit der Has Method, ob wir denn dort eine Velocity Manipulation haben. Das heißt, auch wenn etwas anders ist, also keine Direction Area, aber trotzdem diese Funktion zur Verfügung stellt, ist das in Ordnung. Und dann werde ich da einfach meine Velocity übergeben, sie wird manipuliert, zurückgegeben und ich returne sie. Und wenn ich mir jetzt mal die Dungeon Entrance angucke, wie die denn hier konfiguriert ist, dann sehe ich, okay, es wird nicht rotiert. Auf der X-Achse bleibt es bei 1, das heißt, es ist hier ein ganz normales
Speed-Verhältnis, aber auf der Y-Achse wird die Geschwindigkeit halbiert. Und dadurch sieht es so aus, als ob man die Treppe hochgeht. Wenn wir uns mal das hier angucken, dann sehen wir hier, dass die Geschwindigkeit genau gleich bleibt, aber ich hier die ganze Sache ein bisschen rotiert habe. Und dadurch wird die ganze Sache hier richtig schön neu gemacht. Was ich also auch machen könnte, wäre, ich gehe in den Dungeon und bastel mir hier mal irgendwo, einfach wie die Deko, eine Direction Area rein. So, muss ich die nur noch finden. Direction Area. Die hat noch keine Area, die muss man erst hinzufügen. Zum Beispiel hier ein Collision, Collision. Fein, fein. Die ist jetzt hier unten drin. So, wie ist er denn? Hier. Und da werde ich jetzt mal ein Polygon bauen. Flup, 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 flup und flup. Und jetzt sage ich einfach, okay, ich möchte, dass hier alles um 90 Grad gedreht wird, was ich eingebe, und mit einer doppelten Geschwindigkeit. Und wenn ich jetzt in den Dungeon gehe und über diese Fläche laufe, dann werde ich zur Seite gedrängt, weil ich das ja so wollte. Und doppelt so schnell komme ich auch vorwärts. Jetzt gehen nämlich mal die Drehung raus, weil das so scheiße aussieht. Und dann gehen wir wieder in den Dungeon. Und dann haben wir hier eine Speed Area gebaut. Und so kann man zum Beispiel Förderbänder auch designen, auf denen man lang geht. So, wie schnell wir auf einmal sind, wenn wir über diese Fläche gehen. Das war ein ganz einfacher Trick, wie man mit wenig Arbeit ziemlich kreative Effekte hinbekommt. Ja, lasst doch ein Like da und einen Kommentar. Über ein Abonnement würde ich mich auch freuen, denn es ist kostenlos. Bis zum nächsten Mal, ihr Ficker. Ja, ich tanze den Wabbel. Ich tanze den Wabbel. Yeah. Oh, ihr seid ja immer noch da.